Hi Lars. Ja. Na, alles klar? Tja, Schaut ich aber weiß auch komisch aus. nicht. Finde ich Was auch. machst du? Was machst du hier eigentlich? Ich habe keinen Plan, was die ganzen Dinger hier sollen. Ist das hier? Sag Das mal, hier? was, kannst Ist du das eigentlich hier? lesen oder so? Nö, warum? Ach so, oh, okay. Ja, da habe ich aber eine Idee für dich schon mal. Ich glaube, das hier hast du deswegen auch nicht aufgemacht, gell? Nee. Dieses Handbuch für den C64, das ist nämlich recht gut. Schon Ah, auf den okay. ersten Seiten hier, wenn du nur aufblätterst, da hast du gleich so richtig schön Bildchen, wie du die ersten Sachen richtig zusammensteckst, Mann. Ne? Schöne Bilder schon. Ja? Ich sollte einen Film drüber machen. Hey, Der ich glaube, Commodore, das ist der eine Film. ganz coole Idee, Mann. Ja, genau. Machst du mir einen, oder? Gerne. Also, nur, du weißt, über was wir reden wollen. Ich nehme das jetzt schon als Einleitung. Ach so, du fängst schon Ja, an. ich fange schon an. Du Deswegen fängst können wir schon uns an. jetzt schon Ach so, schon, können wir die Leute mal ich begrüßen. dachte, wir begrüßen Ja, jetzt dann lass erstmal, uns doch oder jetzt mal lass uns mal begrüßen. begrüßen. Also, hallo und herzlich willkommen zu Tentalien Retro Repair. Eine neue Folge. Heute zu Gast mein Freund Holger Wessling. Hallo Holger, du bist einen weiten Weg zu uns gekommen. Ja, Ja, und lohnt das sich immer. freut mich auch sehr. Ja, wunderbar. Du hast uns einiges zu zeigen. Was machen wir heute? Was willst du mir zeigen? Es geht um die richtige Einschaltreihenfolge und wie man den auch wieder ausschaltet, was man dabei zu beachten hat, beachten kann. Es ist immer ein strittiges Thema gewesen und ich habe mich seit meiner frühesten Jugend daran gehalten. Einerseits, weil ich Elektroniker gelernt habe, andererseits, weil es mir immer logisch erschien, das so zu machen. Und immer auch so ein bisschen, hat damals halt noch ein bisschen die Angst mitgemacht, dass irgendwas kaputt gehen könnte, wenn man es verkehrt macht. Ich weiß, ich habe das mal in einem Handbuch gelesen vom 64er, das da drin stand, dass es eine richtige Reihenfolge zu schalten ist. Ich glaube sogar im Handbuch von 1541 steht es Ja, mit genau, drin. von der Floppy müsste es Da steht es gewesen mit drin, sein. dass sie Nee. sagten, zu beachten, immer erst die Floppy einschalten und dann den 64er. Aber warum ist das eigentlich so? Das habe ich mich auch gefragt und da wäre es jetzt interessant, falls du den Zuschauern sagen könntest, was da für ein Hintergrund steckt. Genau, so. Hauptsächlich betrifft das aber tatsächlich noch den alten 64er, also den Brotkasten, weil der noch nicht so schön gepuffert war am Eingang, am IEC-Port, wie man so schön sagt, also der serielle Port, der gerne mal anfällig war für Störungen. Das ist bei den nachfolgenden Modellen dann nicht mehr so problematisch gewesen. Dennoch ist es schlau, eine gewisse Reihenfolge einzuhalten. Warum? Ich hab eine Sache gelesen, jetzt wo du sagst, der Port und alter C64, da gibt es doch Modellreihen, wenn du dann die Floppy später eingeschaltet hast, dann hat der C64 nochmal einen Reset gemacht. Und alles, Genau, was du getippt und gemacht hast, war dann erstmal das wieder kann weg. dir immer noch passieren. Das ist noch ein ganz anderes Problem. Das kann dir also bei allen 64ern passieren. Du bist Okay. am Arbeiten, schreibst aus dem Basic und denkst so, oh, das würde ich ja noch speichern. Schaltest die Floppy ein, die löst den Reset aus. Und das ist etwas, das passieren kann, nicht passieren muss. Aber man kennt ja Murphy. Was schief ging, dann geht schief. Du hast gerade so schön geschrieben, willst du speichern, machst die Floppy an und der Rechner hängt. Und das war's dann. Und deine ganzen Daten sind weg. Schade. Also von daher ist es doof, auch wenn es ärgerlich ist, man vielleicht die Floppy nicht die ganze Zeit mitlaufen lassen will, weil die braucht natürlich Strom und produziert Wärme. Dennoch ist es da sinnvoll, wenn man arbeiten will, folgende Reihenfolge einzuhalten. Und nicht nur die Reihenfolge des Einschaltens. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man einfach bedenken sollte, ist, man hat hier alte Hardware. Die wird langsam wieder teurer. Man muss ja nicht unbedingt irgendeinen Soundchip, Videochip oder Genau. irgendwas zerstören und dann für 30, 40 € nachkaufen. Das kostet, das kann wirklich ins Geld gehen. Und daher auch die Stecker bitte immer nur verbinden, wenn die Geräte aus sind. Also das ist nicht hotplug-fähig im Betrieb, wie man heutzutage sagt. Das ist Genau. nicht wie beim heutigen PC mit USB, ich stecke es während des Betriebs an und alles ist in Ordnung. Nein, das ist noch ganz anders. Weil gerade der Input-Output-Chip, also die ZIA, die ja hier drin steckt, zwei Stück davon, die sind nie gesockelt. Die sind immer gelötet. Und wenn man die tauschen muss, weil einer von kaputt gegangen ist, kann man ja verhindern. Muss ja gar nicht erst so weit kommen.
Ja, auch wenn sie gesockelt wäre, vielleicht haben sie welche gesockelt, Muss aber man das egal, wieder es ist einfach kaufen? teuer und es Ja, muss nicht sein. Und nein. die Stückzahl ist ja nur noch begrenzt. Irgendwann, Eben. sie ist endlich und Ja. nachgebaut wird da im Moment nicht viel. Nein, nicht wirklich. Gut, aber fangen Also, wir doch mal an, bevor wir die ganze Zeit genau. um den heißen Brei Wir haben so herumsprechen. typische Peripherie hier mal aufgebaut: einen Drucker, die Floppy, einen Joystick und einen Monitor. Der Klassiker. Ja, alles liefert irgendwie Signale an das zentrale Gerät. Oder das Hierüber Gerät an den Monitor. oder so rum, ja, in dem Fall auch, aber es ist halt eine elektrische Verbindung vorhanden. Und da liegt das Problem. So minimal das auch sein mag, also was hier über den IEC-Bus eben so läuft, mag das ja wenig sein. Dennoch ist es schön und sinnvoll, erst die Kabel alle zu verbinden, die Geräte einzuschalten, also jetzt den Drucker einzuschalten, ja, da irgendwo noch so ein Einschaltknopf. Ich suche mal, ich mache mich mal auf die Suche und. Ja, Ah, okay, der wunderbar. läuft schon mal. Oh, schönes Geräusch, Dann lange zum nicht mehr gehört. Dann die Floppy, das typische Geräusch, das ist auch ganz wunderbar. Dann den Monitor. Ob jetzt den Monitor zuerst oder erst die Floppy, das lassen wir mal dahingestellt sein. Hauptsache, alle externen Geräte sind erstmal an. Und zwar reden wir von aktiven Komponenten. Der Joystick fällt da nämlich nicht drunter, Ach so, Joystick ist weil egal, den kann ich an- und selbst abschalten, wie wenn ich hier eine lustig bin. Elektronik drin wäre, wie zum Beispiel so ein Autofeuer. Ja? Das Autofeuer wird ja erst mit Strom versorgt, wenn ich den an den Port anschließe. Ah. Aber wenn das Gerät eben schon an ist, liefert es ja schon Strom und da schiebt es ja sozusagen aktiv in den 64er hinein. Ja, Das siehste. ist eine passive Hätte Komponente. ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte immer, gefährlich, da sind ja diese Paddle-Pins auch, die Ja, direkt auf den SIP-Chip führen, mehr oder richtig. weniger. Und Aber da dachte ist immer, keine aktive Vorsicht. Komponente, kann nichts Gut zu passieren. wissen, gut zu Also, wissen. wenn man so möchte, ist das tatsächlich am 64er Hotplug fähig. Ja, wunderbar, Wobei wenigstens Hotplug ja nicht etwas. ganz richtig ist, weil es ist ja eben nicht heiß, wie man in der IT-Sprache so sagt. Es ist ein Kaltgerät und deswegen kannst du placken rein und raus während des Betriebs, kannst du einfach sagen, so, der Joystick für das Spiel funktioniert nicht, ich muss einen anderen nehmen oder Oder Port 1, Port 2, Port das war 1, ja Port immer das 2, wo Problem. man gewechselt hat, Immer genau, wechseln, während das des eine Spiel Spiels. wieder da, das andere Spiel, was man geladen hat wieder Davon Port geht der 1 gebraucht. 64er nicht kaputt. Wunderbar, wunderbar. Dann So bin ich gar ja nicht. beruhigt. Ja. Jetzt Ich haben wir alle dachte schon externen immer. Geräte an Ja? und jetzt können wir den 64er einschalten. Jetzt hat man auch gehört, ne, das Typische, jetzt wird der Reset Reset. nämlich durchgeschliffen an alle Floppys, die angeschlossen werden. Es könnte auch mehr als eine angeschlossen sein. Ja, wir haben hier ja Drucker auch an diesem Ja, Bussystem wobei hängen. er ja über Centronics-Schnittstelle angeschlossen ist, da wird der Reset nicht durchgeschliffen. Da kümmert sich die Technik in dem Modul drum. Ganz genau, deswegen Verstehe. passiert da jetzt gerade nichts. Wunderbar. Wie sieht es denn mit sowas wie dem Erweiterungsmodul Ja, aus? dazu kommen wir jetzt als nächstes. Die haben wir gerade noch ausgelassen, weil das nicht eine typische Peripherie ist, aber auch die bieten natürlich eine Angriffsfläche, wenn man so Du will. hast den C64 gerade ausgeschaltet. Also Ja, hier auch in verkehrt herum genau. Habt ihr Reihenfolge. direkt gemerkt, ich habe erst den 64er ausgemacht, die anderen Geräte sind auch an. Weil wenn ich die zuerst ausmachen würde, hätten auch die wieder die Chance, noch ein Signal an 64er zu schicken. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Ja. Deswegen immer erst die Zentraleinheit ausmachen. Außerdem bräuchte ich den 64er gleich nochmal immer erst alles andere ausmachen und dann reinstecken, alles andere wieder anmachen. Dann den 64er kann man sich auch sparen. Also einfach nur den 64er aus. Wir haben ja mehrere Schnittstellen am 64er. Die können wir ja gerade nochmal zeigen. Ausgeschaltet ist er ja gerade. Genau, Um steck das mal zu ab. erklären, für die, die es nicht wissen, Nimm den Drucker abgesehen mal natürlich fangen wir zur hier mit der Seite. Seite an, wo wir ja den Stromeingang haben. 5 Volt und 9 Volt. Erste Folge Genau, für die, erste die schon Folge, 9 zugeschaut Volt haben. Wechselspannung. Und hier sind die beiden Joysticks-Port. Wie gesagt, da liegt zwar 5 Volt an, die ja auch gebraucht werden, wie zum Beispiel für so ein Autofeuer. Ne? Da ist ja eine kleine Elektronik, die braucht ja letztendlich Strom. Aber letztendlich geht das raus, nicht hinein. Nur Signale gehen hinein. Und das ist relativ ungefährlich. Dann haben wir hier den Expansion-Port, wo typischerweise ja, Module reingesteckt werden, ob das Game-Module sind, Schnelllademodul, Schnellademodule der ganz Klassiker, genau, die modernen oder Module mit viel Ultimate Technik. zum Beispiel. Klar, natürlich, dann haben wir hier den TV-Ausgang, das Geiles Modul, S-Bus-Signal, ganz nebenbei bemerkt. Videosignal, wo der Monitor angeschlossen wird, der serielle Port. Na, auch da kann ein Signal reinkommen, das ist ja ein Ja. Input-Output-Signal, wenn man so möchte. Der Kassettenport. Ist nicht ganz so kritisch,
Weil die Kassette prinzipiell auch kein aktives Element ist. Es hat keine eigene Stromversorgung. Der Nicht, kriegt ja seinen kannst du ja nicht anschalten davor. Genau. Ja. Ne? Aber Der kriegt ja einen während Strom den Betrieb anstecken, würde ich vermeiden. Auch Das das. könnte gefährlich sein, die Stecke ja doch. Also ich habe gehört, das ist schon manchen passiert, dass wenn sie den Stecker reinstecken und der irgendwie zu schräg Wenn kommt, der verkantet ist, da ja, schaut es nicht ganz gut aus dann. richtig. Muss man nicht unbedingt tun. Also während des Betriebs rein rausschalten. Würde ich vermeiden. Man weiß ja üblicherweise auch, wo man eine Kassette ansteckt oder nicht. Also auch das, bevor man den 64er einschaltet, Kassettenport anstecken. Oder alle anderen Geräte. Es gibt ja inzwischen auch genügend Adapter, die zum Beispiel IEC, Entschuldigung, die am Kassettenport arbeiten zu einer SD-Karte. Auch da gibt es ja inzwischen schon Adapter. Das Wegen dem gleiche in 5 Grün. Volt Versorgungsspannung, glaube ich, gell? Genau, die brauchen das ja auch. Haben da vielleicht noch ein Kabel an den IEC-Port. Immer erst einstecken und dann den 64er einschalten. User-Port noch viel gefährlicher. Der geht ja auch direkt an die Zias ran. Da liegen ja auch Spannungen an. Das ist auch ein Input-Output-Kanal. Also auch hier, wenn da was reingesteckt würde, während des Betriebs kein Hotplug, noch mehr Kontakte, noch mehr Möglichkeiten, die durch Verkanten Noch irgendwie einen Großschluss gefährlicher. machen können. Das sind sogar die 9 Volt Wechselspannung. Ja. Selbst wenn es inaktive Komponenten sind, wie zum Beispiel der 4-Player-Adapter, den es ja gibt. Also man gibt ja so einen 4-Player-Adapter? User-Port-Adapter. Ja. Ach, für so Sachen wie Bombmania. Ja, genau, Bombman und Alles klar. Co. Wie man zu viert spielen kann, dann sagt man so, oh, Verstehe, jetzt haben wir gerade verstehe, dran, noch ja. 2 Spieler dazu. Ja, und jetzt und während des schnell schon Betriebs, das Spiel geladen. läuft ja gerade, Und dann ist reinstecken, vorbei. keine gute Idee. Genau, dann war das vielleicht ein kurzer Spieleabend mit seinen Kumpels. Ganz genau, das geht ratzfatz. Also Ja, auch das schade. gilt es zu vermeiden. Deswegen immer erst alles einstecken und ganz zum Schluss den 64er an und auch als erstes wieder ausschalten, falls sich was ändern sollte. Ja, wunderbar. Holger, vielen Dank. Jetzt bin ich auch wieder ein Stück reicher an Erfahrung. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, das war es eigentlich schon mit Das der war's eigentlich Folge. schon. Viel Genau. gibt es nicht zu erzählen. Nö. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Tantalien Retro Liken Repair. nicht vergessen. Genau, unbedingt. Likes, Likes, Likes und Kommentare, was euch gefallen hat, was nicht, Was wir was für vergessen Folgen. haben. Genau, was wollt ihr sehen, was wollen wir noch machen. Immer her damit. Macht's gut, auf Bis zum nächsten Wiedersehen. Mal.